die Erste heute mit Olaf Schönborn, Markus Krämer, Thomas Bugert und Uwe Martin. Ihr wart ein sensationelles Publikum. Vielen, 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 vielen Dank. Das erste Mal seit 4 Monaten wieder meine Landband hier in der Bundesrepublik. Vielen, vielen, vielen Dank. Komposition aus dem Jahr 1893, die gerade jetzt vom 30. bis 31. Mai aufgeführt wurde vom Pianisten Igor Levit. Und zwar das Werk Vexation von Erik Satie. Das hat er in einer Live-Performance gespielt. Das Werk ist eigentlich ganz einfach. Ich zeige euch mal die Noten. Die Noten, die passen locker auf ein Blatt, also die passen auf ein halbes Blatt. Das Fiese dabei ist, die müssen 840 Mal wiederholen. Wie viel? 840 Mal. Okay, dann Igor Levit hat das in 15 Stunden geschafft. Okay. Bestellt euch gleich 2 Flaschen bei. Ja, genau. Aber die Nachbarn beschweren sich dann leider. Also. Wir gucken mal, wie viel wir schaffen. Vexation von Erik Satie. Aber das swingt. Ich kann euch versprechen, das Werk swingt. Wenn wir das spielen, swingt das. Welches Tempo willst du haben? Ha? Welches Tempo willst du haben?